Wir haben in Bayern mit der bayerischen Verfassung eine größere Möglichkeit, dass das Volk mit Gesetzgeber ist. Die Frage Volksbegehren und Volksentscheid hat in Bayern große Tradition. Wir haben seit etlichen Jahren, ich glaube jetzt sind es auch gut mehr als 10 Jahre, sehr viele Bürgerentscheide und Bürgerbegehren. Wir haben die Möglichkeit der Auswahl von der Liste, dass man einzelnen Bewerbern Stimmen gibt und damit nicht nur die Abgeordnetenmandatsträger bekommt, die die Parteien einem vorsetzen, sondern man kann innerhalb dieser Listen auswählen. Das sind alles die Punkte, die ich sehr, sehr positiv ansehe. Und ich sage vor allem, alle die Einwände, die da heißen, das Volk kann das nicht entscheiden. Man muss dann die Stadträte oder die Abgeordneten müssten entscheiden, weil sie die Verantwortung haben. Ich erlebe nach dem, was ich in Bayern berufsmäßig beobachtet habe, dass das Volk viel intelligenter und besser informiert ist, als man denkt. Und dass es keineswegs mehr Fehlentscheidungen gegeben hat, als bei irgendwelchen Gremien, die repräsentativ gewählt worden sind. Also ich hoffe sehr, dass sich die unmittelbare Demokratie, mehr Demokratie bundesweit stärker durchsetzt. Übrigens auch bei Bürgerbegehren und Volksbegehren auf Bundesebene.